Ich darf an dieser Stelle unsere Runde erweitern und begrüße bei uns Alexis Passadakis. Er ist aus dem Koordinierungsrat von ATTAC Deutschland. Das ist so was wie das Leitungsgremium von ATTAC. Herr Passadakis, Sie haben ja hier inhaltliche Ziele, über die wir auch gleich noch sprechen wollen, die Sie gerne nach vorne bringen würden. Aber jetzt sind wir mit einer Situation konfrontiert, dass die Debatte über Inhalte nur noch an zweiter Stelle ist. Man redet nicht über die Inhalte der Staats- und Regierungschefs, aber ich habe nicht den Eindruck, dass man über die Inhalte der Demonstranten redet, sondern alle reden wir über Gewalt. Wie ist Ihre Sichtweise dazu? Ja, die Bilder der gestrigen Nacht überlagern sicherlich erstmal unsere Inhalte. Umso wichtiger ist es, dass es heute eine Großdemonstration gibt mit mehreren 10.000 Menschen, die zusammenkommen werden aus der Bundesrepublik, aber auch international. Und viele Leute, die dort erscheinen werden, durch alle Bevölkerungsgruppen hinweg, alte, junge, kleine, große, Kinder und Senioren, werden stark motiviert, zum Beispiel von den Protesten gegen Freihandelsabkommen in den letzten Jahren. Kommen, weil sie eine effektive Klimapolitik möchten. Und damit wollen wir unsere inhaltlichen Akzente setzen. Und deshalb freuen wir uns schon auf die heutige Demonstration. Ja, lassen Sie uns über die Ereignisse von gestern und heute Nacht reden. Auch ATTAC war beteiligt an den Protesten gestern. Sie waren Mitorganisator einer Organisation, die Block G20 heißt. Sie haben dazu aufgerufen, zu Formen von zivilem Ungehorsam, von Widerstand, von Sitzplakaten. Müssen Sie nicht selber bedauern, dass aus diesen Aktionen im Laufe des Tages dann diese Bilder entstanden sind? Ja, wir haben gestern unsere Aktion durchgeführt und dabei waren wir auch erfolgreich. Gleichzeitig ist es sicherlich so, dass diese Bilder überlagern. Wie können Sie angesichts dessen, was da gestern und heute Nacht passiert ist, wie können Sie da überhaupt das Wort erfolgreich in den Mund nehmen? Das ist doch eine Katastrophe. Dann würde ich Sie mal bitte fragen, wie beurteilen Sie das, was da heute Nacht passiert ist? Wenn ich sage erfolgreich, beziehe ich mich darauf, dass unsere Aktionskonsense eingehalten wurden von denjenigen, die sich Block G20 angeschlossen haben. Was gestern Nacht passiert ist, da würde ich mich dem Sprecher des Kulturzentrums Rote Flora anschließen. Das war sinnbefreite Gewalt. Dafür stehen wir nicht, sondern wir haben klare Absprachen. Wir machen es so, dass wir immer ankündigen, was wir tun, und wir tun das, was wir sagen. Und von daher ist es für uns in der Form aufgegangen. Das, was gestern Nacht passiert ist, das war, wie der Sprecher der Roten Flora richtig gesagt hat, sinnbefreite Gewalt. Ja, dann würde ich gerne wissen, wo für Sie die Grenze von erlaubtem Widerstand ist. Also zum Beispiel sowas wie Sitzblockaden, habe ich verstanden, dass Sie das für akzeptabel halten. Mhm. Und der Gewalt, die für Sie nicht mehr akzeptabel ist. Wo ist die Grenze? Was darf nicht sein? Also in unseren Aktionskonsensen steht drin, dass es keine Sachbeschädigungen gibt, dass keine Gewalt gegen Personen ausgeübt wird. Daran haben wir uns bisher gehalten. Und darf ich nachfragen, gehört zur Sachbeschädigung auch, wenn zum Beispiel eine Sparkassenfiliale da die Scheiben mit Farbe beschmiert werden? Ist das Gewalt gegen Sachen, die Sie ablehnen, oder sagen Sie, ist doch kreativ? Ja, in der Tat haben wir in den letzten Wochen zwei Aktionen durchgeführt an Banken. Ich glaube, es war zweimal eine Deutsche Bank. Da haben wir die Scheiben bemalt. Das ist eine hochsymbolische Aktion, dass wir gegen Akteure des Finanzmarktkapitalismus vorgehen. Es war eine abwaschbare Farbe, die wir gewählt haben. Also von daher, von Sachbeschädigung kann keine Rede sein. Sondern ich würde mal gerne die Gegenrede halten. Sie verwischen da einfach die Grenze zwischen erlaubtem Widerstand, zwischen Demonstrationen und dem Einsatz von Gewalt. Und die Folgen hat man heute Nacht gesehen. Nein, also man kann uns nicht unterstellen, dass wir verantwortlich sind dafür, was andere Akteure tun, sondern es ist klar, was resultiert aus dem, wo Sie beteiligt sind. Dass Leute das vielleicht zum Vorwand nehmen und sagen, das sind doch hoch angesehene Organisationen hier dabei, die auch zu Blockaden, die zu Formen zivilen Widerstands aufrufen. Kein Mensch definiert wirklich genau, was verstehe ich eigentlich unter zivilen Widerstand. Und da sind sie nicht völlig frei von der Verantwortung,
aus dem, was resultiert. Also an der Stelle sind Sie schlecht informiert. Ich habe gesagt, dass wir immer sagen, was wir tun, und wir tun, was wir sagen. Alles, was wir tun, kann man nachlesen. Unsere Aktionen haben immer einen Aktionskonsens in schriftlicher Form. Da steht drin, was wir machen. Und bisher haben sich unsere Aktiven auch an diesen Aktionskonsens gehalten. Und ich bin mir sicher, dass es auch bei der großen Demonstration heute der Fall sein wird. Da habe ich keinen Zweifel. Es wird eine große, eine laute, eine bunte, eine kraftvolle Demonstration werden für Alt und Jung. Und da werden wir unsere Inhalte auch transportieren können. Jetzt ist ja ATTAC eine in dieser Szene sehr angesehene Organisation. Also Sie haben ja eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Leute, die hier demonstrieren und entweder ihr Anliegen vorbringen wollen oder einfach nur Krawall machen können. Haben Sie sich denn oder wären Sie bereit, sich an die Freunde und Anhänger von ATTAC zu wenden und an diejenigen, die hier demonstrieren, und zu sagen, Leute, da sind die Grenzen überschritten, hört auf damit? Na, wie ich schon sagte, unsere Aktive, die kennen unsere Aktionskonsense. Ich habe ja gerade schon bewertet, was ich von gestern Nacht halte. Das werden die entsprechenden Akteure schon mitbekommen. Gleichzeitig ist es falsch zu sagen, dass wir zu allen Akteuren, die demonstrieren, Kontakt haben oder Einfluss haben. Das ist sicherlich nicht der Fall. Bei solchen Großereignissen kommen ganz unterschiedliche Akteure und Strukturen zusammen mit ganz unterschiedlichen Anliegen. Das ist immer so. Aber es ist nicht so, dass es eine Organisation gibt, die jetzt verantwortlich gemacht werden kann für all das, was passiert. Ich möchte nicht den falschen Eindruck erwecken, dass ich Ihnen in die Schuhe schiebe, dass Sie für all das verantwortlich sind, was Leute machen, die nicht zu Ihnen gehören. Aber ich möchte auch nicht verschweigen, dass ich mir das vorstellen könnte, dass Sie hier viel, viel klarer sagen, dass hier alle Grenzen überschritten werden und dass Sie als Organisation sagen, dass Gewalt wie das nicht geht. Da hätte ich gerne ein klares Statement, oder ich stelle fest, Sie geben es nicht. Ich glaube, ich habe sehr klar gemacht, wo ich stehe. Ich habe mich angeschlossen dem Sprecher des Kulturzentrums Rote Flora, dass es sinnbefreite Gewalt war. Gleichzeitig möchten wir heute dann, am heutigen Tag, den Blick eher lenken auf die Gewalt, die von den G20 ausgeht. Es sind ja Akteure dort, die Folterer sind, Kriegsverbrecher. Also auch auf dieser Seite gibt es massive Gewalt, und zwar in einer organisierten, staatlichen Form. Darauf wollen wir jetzt den Blick lenken. Warum können Sie nicht sagen, Leute, lasst das? Nun, also ich persönlich war gestern gar nicht anwesend, und ich wüsste auch nicht, dass andere von uns da waren auf den Straßen. Wir haben unsere Aktion zu anderen Zeitpunkten gemacht, und heute legen wir wieder los. Gut.